Herzlich willkommen bei TE-Clan, bei Minecraft, wo wir stehen geblieben sind letztens. Wir haben natürlich etwas weitergebaut, mal, wo wir nicht gefilmt haben, aber das ist nicht so viel gewesen. Das ist nur die Mauer da, die ihr gleich sehen werdet. Und dann werden wir auch gleich weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und ja, wir wissen es natürlich eigentlich gar nicht, wo wir aufgehört haben. Aber wir werden schon Aufgaben finden. Und neben mir ist wieder der TE zur Aushelfer. So, ich tue erstmal weiter ab, Sowieso immer hier weiter abmachen. planlos ist. Ja, ich? Ja, ich bin jedes Mal planlos, das stimmt allerdings. Haben wir eigentlich Haben wir noch denn eine Holz? Ja, Holzkiste? genau. Ja, Ich glaube, noch. letztens haben wir aufgehört, Holz zu sammeln, gell? Ja, klar braucht man Holz. Wir wollten ja irgendwas noch machen, aber ich weiß nicht was. Jetzt muss ich den Hebel mal mitnehmen und ich lege das Holz erstmal in die Truhe hier unten. Oder oben in die Truhe rein, dass man es besser nehmen kann, oder? Jetzt, hier stehen ja sowieso drei Truhen Unten rum. ist unser Lager und das werden wir auch einbehalten, Okay. dass wir immer nach unten gehen. Als Ries. So, sonstiges. Was haben wir denn? Haben wir eigentlich für Setzlinge eine Kiste gebaut? Nee, oder? Ja, dann packen wir die einfach hier hin. Ich wollte das Schild benutzen. Ach, Erde ist das. Erde kommt zur Erde auch rein. So. Ach, Bäume hast du das genannt. Ja. Da sind halt alle Bäume drin, die wir gesammelt haben. Meine Axt ist gleich kaputt. Da ich dann die andere nehmen müssen. Achso, das ist dunkel, das ist Mist. Schon wieder. Ja klar, kannst ja mal draußen gucken. Haben auch gerade erst auch angefangen mit dem Spiel. Okay. So. Grasblock. Warum haben wir hier einen Grasblock drinne? Okay. Muss ich nicht verstehen. Lassen wir meine Hebel hier unten Bin bei dran, der dass Mauer, man. glaube ich, stehen geblieben. Da ist schon wieder ein scheiß Creeper. Heute ist ein guter Tag zu sterben für dich. Ja, ich bin da immer vorsichtig bei denen, weil ich krieg die. Alles tot. Das war's doch für dich. Wo bist du Bei eigentlich mir hergekommen? hat er noch gezischt, total stumpf. So, So, spau dann. mal. Weiter Bäume ab. Ich werde hier weiter abbauen. Um die Mauer weiter. Von wo werde ich angegriffen? Ach, von da. Du wagst es, mich zu schlagen? Eher gesagt, zu beschießen? Was Boah, das hast ist du ein da? Skelett. Skelett oder was? Ja, so ein scheiß Skelett. Ich glaub's nicht.
Ach so, meine Waffe, meine Axt ist kaputt. Wie lange ist es eigentlich schon her, wo wir hier nicht mehr weitergemacht haben? 3 Jahre eher, keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen, wie lange das her ist. Auf jeden Fall schon länger her. Das musst du doch eigentlich wissen. Ich muss mal bei Merke. YouTube nachher schauen. Da oder ich war, kam von Arbeit und hatte keine Lust und dadurch haben wir das dann komplett vernachlässigt. Ja. Oh. Ja, man muss ja auch dazu Bock haben. Das stimmt vor allen Dingen. Ich habe auch nicht jeden Tag Bock, Minecraft zu zocken und Klötze hin und her abzubauen und wieder aufzubauen. Das Spiel ist eigentlich ein Fleißspiel. Wenn du hier wirklich dran bleibst, dann schaffst du auch Survival was. natürlich. Also ich finde, das ist eins der besten Survival-Games überhaupt für Xbox. Da gibt es natürlich bessere für PC natürlich, so wie The Forest, das ist natürlich, aber das gibt es nicht für Xbox One. Das ist das Problem, dass es einige Spiele nicht für Xbox gibt. Sollten mal ein paar Spiele remastered machen, die damals auf der PlayStation angesagt waren oder so, aber das werden sie für die Xbox nicht machen. Das wird vielleicht, das wäre das Highlight, wenn sie das für PlayStation machen, aber für Xbox nicht. Ich will jetzt aber auch die Spielnamen nicht sagen, weil sonst heißt es hier. Es gibt einige Spiele, die. Das Problem ist, die Spiele, die für PlayStation rausgekommen sind, werden niemals den Weg auf Xbox sehen, weil PlayStation möchte das auch nicht. Und Xbox möchte auch nicht, dass die Spiele, die nicht für PlayStation erschienen sind, auch nicht auf PlayStation erscheinen. Das sind zwei andere Welten. Das ist ein Machtkampf, ist das, weißt du? Ja, ich weiß schon, das ist klar, sind ja unterschiedliche Unternehmen, wie man das da sagt. Die sind ja eine Konkurrenz, ist ja klar, dass die sich nicht gegenseitig. Eigentlich ist es doof, wenn die Hand in Hand zusammenarbeiten würden, würden die vielleicht viel mehr erreichen, aber naja, eben so, ne? Deswegen bin ich mir immer am Überlegen, vielleicht doch irgendwann eine PlayStation 4 zu besorgen. Aber dann extra wieder für eine Konsole neues Geld auszugeben. Also das ist keine Ahnung. Dann neue Spiele zu kaufen. Das geht dir auch wieder voll in die Tasche. Problem ist, das musst du wirklich machen, wenn es sich lohnt. Das lohnt sich momentan nicht. Ne? Weil fast alle Spiele, die Xbox rausgekommen sind, auch für PlayStation rausgekommen. Das musst du wirklich machen, wenn, sage ich mal, 100 Spiele, die PlayStation 2 Spiele waren, kompatibel gemacht wurden mit der PlayStation 4. Dann lohnt sich so leicht wegen den Spielen. Aber
Jetzt wegen ein Spiel oder so die Konsole zu wechseln ist. Ich habe sie mir ja nur geholt, weil meine Eltern ja auch eine haben, eine PlayStation. Dass ich Es mit denen gibt zusammen einige zocken kann. Spiele, die auf PlayStation geil sind, die es nicht auf Xbox rausgekommen sind. Da gibt es einige Spiele. Es hieß es, die kommen auf beide Konsolen raus und dann sagen sie, nee, nur exklusiv für PlayStation. Schade manchmal. Also Champions Returns to the Arms und Champions of Nora remastered machen würden, das wäre doch mal was. Das sage ich jetzt mal so. Also das war wirklich, da habe ich auch dran gesessen wie bei Diablo. Glaube ich dir, das habe ich auch. Ich bin auch nur bis Level 78 gekommen, glaube ich. Ich muss meine PlayStation 2 mal wieder anschließen und mal schauen, ob ich den Speicherstand noch hab. Und dann, ja, mal schauen, ob ich überhaupt noch, Sag mal, wie ja, ich funktioniert denn weiß das das eigentlich nicht. bei der PlayStation 2 mit dem Internet? Das weiß ich selber nicht. Ich glaube, du kommst doch nicht mehr rein, weil die Server für die abgestellt sind. So. Es gab ja auch kaum Spiele für die PlayStation 2, die internetfähig waren. Na, wie gesagt, Champions of Nora, Champions Returns to the Arms. Das waren die besten RPG-Spiele mit für PlayStation 2. Dabei habe ich wirklich ein Spielstand importiert und so lange hochgelevelt, bis ich irgendwann Maxi-Level war. Dann bin ich dort, die habe ich dann, ab dem Moment habe ich dann die Schwierigkeitsgrade erhöht, also so legendär und so. Und Dann wann, Legende was habe war ich das maximale Level? 99, oder? 89 Klubbe. 89? Ja, dann hast du noch einen XP-Balken gehabt, der bis zu 9.999. Aber wenn du das erreicht hattest, das ging ja auch schnell, musstest du einfach nur einen Spielstand immer importieren und einen Endgegner, also einen letzten Endgegner immer machen und du hast immer einen halben XP-Balken gekriegt. Da hast du die 999 Millionen oder was das war auch erreicht. Da hast du aber kein Level abgekriegt mehr. Da war dann XP-Balken voll und ist auch voll geblieben. Und mit Level 9,8 warst du voll ausgeskillt, da hattest du alle Skills. Was ich noch komisch finde, ne? Torok ist ja von Akkarim oder wie die heißen, ne? Torok. Ja. Warum? Warum bringt die Torok für die Xbox raus, aber sowas wie Shadowman, ne? Keine Ahnung, frag sie. Vielleicht haben sie gedacht, dass Shadowman nicht so. Ja, dass die Leute dazu heute keinen mehr Anspruch haben. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da musst du den Entwickler fragen. Das verstehe ich nämlich irgendwie nicht, weil Shadowman war ja eigentlich auch relativ gehypt. Deswegen, das ist immer so ein bisschen. Was ich dann ohne verstehe, dass die Wrestlings, die ich hatte, ne? 2010 zum Beispiel, Wrestlings, also SmackDown vs. Raw 2010, da sind ja die Server immer noch nicht abgeschaltet, aber für andere Spiele schalten ja die Server ab. Das ist ein bisschen, kann ich nicht so nachvollziehen. Ich dachte, für die ganzen Wrestling-Spiele wurden immer abgeschaltet, so wie Nee. 2014 und so. SmackDown vs. Raw 2010, das zockt ja hier einer aus meiner Freundesliste noch. Online. Das ist nicht abgeschaltet, der Ja, und warum Server. schalten sie dann 14 aus? Keine Ahnung. Die haben sich doch selber vergeigt, weil wie kann man denn auch machen, dass man ja, dass der Spielstand auf der Konsole ist, wenn die wissen, dass es Hacken möglich ist auf der Xbox 360. Da hätten sie doch theoretisch einen Online-Spielstand anlegen müssen, wo ein Hackschutz oder ein Cheating-Schutz drin ist. Immer ein bisschen.
Also den Berg hier abzutragen, das wird sehr lange dauern. Das sage ich jetzt schon mal. Ach, du bist schlafen gegangen, warte, ich komme. Erstmal was trinken. Ich muss auch schon wieder was futtern. Muss erstmal hier auch was rausnehmen. Das rein. Da brennt hinten irgendwas. Oh ja, alles klar, Mann, diese verfickten Creeper. Die regen einen auf. Ja, das ist Bild dumm gemacht, dass sie da so, ich nehme mal hier von was, das ist ja genug gebraten. Ein Huhn, das mache ich gleich kalt. Das ist Mörder. frisch. Da haben wir nämlich gleich Frischfleisch. Anderen Creeper, Mist. Noch einer. Und ein Skelett, was da drin rumrennt. Stirb. Wo du auch hergekommen bist, du wirst heute sterben. Wo du auch hergekommen bist, total stumpf. So, jetzt muss ich mal gucken. Habe ich fast alle Bäume Ja, abgesäbelt, ist auf jeden auch. Der Küb hat natürlich eine Kiste mit zerstört. Ups. Spie. Ganze Kick. Nee, oder? Nee, jetzt eingesammelt. Aber Kies ist ja auch nicht so wichtig. Ich lasse jetzt hier Kies ist ist noch irgendwo eigentlich keine Ahnung. eine Kuh, die mache ich auch gleich fertig. Ein Schaf. Machst komischerweise alles fertig. Du solltest mal vielleicht deine Drogen weglassen. Tut mir leid, ich muss meine Tabletten nehmen. Da war doch oben eine Kuh irgendwo. Oder ein Schaf. Das hab ich doch gehört gerade schon wieder. Du kannst dich mal hier um den Berg kümmern. Wir haben Essen genug. Aber wenn die hier gerade so rumläuft, ein Creeper, Mist, der macht mich. Ein Glück, dass er explodiert, wo es scheißegal ist, wo er explodiert. Essen erstmal einlagern, was ich gefunden habe. Und dann bauen wir mal weiter den. Du musst mir noch mal ein paar Äxte zusammenstellen. Oder kann ich die alleine zusammenstellen? Eigentlich ja auch, ne? Auch nur zu der Ja, du kannst sie auch Fertigung. alleine zusammenstellen. Da musst du nur unten in den Keller gehen, wo die Werkbank ist. Holz nehmen. Stöcker machen. Stein haben. Stöcker habe ich eben. Ich brauche nur Stein. Mal, wo ist die Kiste, wo ich das bauen kann? Ach, die hast du im Keller auch klein gestellt, okay. Ich habe keinen Bock mehr. Ich baue jetzt einfach eine Mine nach unten. Das ist mir zu blöde mit dem Berg. Das machen wir uns jetzt ganz einfach. Das habe ich meistens mit TE Freiwild auch gemacht. Einen Stock brauche ich noch. Dann stellen wir mal einen Stock her. Brauche ich aber Holz. So. Bauen wir uns hier runter.
Weil ich halt nur zwischen neben Fichtenholz ist egal, oder? Ja. Du kannst mal auch ein paar Leiter machen. Oh, Leitern, warte. Aber die machen wir als Stahl oder auch aus Holz. Aus Holz macht man. Warte, Leitern. Oder was ist denn das, die Leiter? Der sucht, der findet. Habe jetzt Türen gefunden, aber warte, ich komme mal kurz nochmal aus dem Loch raus. Leitern sind bei Stöckern. Haben so viel Fleisch, ich habe gerade mal unsere Truhe geguckt, das geht gar nicht. Wie viel haben wir denn da gejagt? Das Ja. ist ja total gestört. Das weiß ich doch nicht, wie viel wir da gejagt haben. Das ist aber viel gewesen. Oh nein, Creeper! Hau ab, du Wo? Dreckvieh. Hier unten schon da. Achtung, pass auf, das rechts von dir. Da unten irgendwo. Da wartet nur, dass er hochkommt. Da kommt jetzt hoch. Hast du fein gemacht. Du bist so richtig gut. Ich habe aber wieder was gesehen und das muss ich aber zwangsläufig, das ist in meiner Natur, ich will die hier nicht sinnlos rumstehen haben. Wolle, lol. Da muss ich mir noch mal eine Werkbank machen. Die kommt dann mit unten dahin. Schauen wir weiter den Berg ab. Das kannst Holz du haben wir machen. ja Da tust eigentlich du genug. wenigstens was Nützliches.
Warum machst du das eigentlich immer? Dieses komische Stöhnen da. Durch Luft holen. Hat man mal gerade nicht bei der Aufnahme übelste gar nicht gehört. Denk mal, ob du gerade irgendwie keine Ahnung, ob du irgendwie gerade kommst oder so. Bei Minecraft, genau. Total stumpf. Man weiß ja nicht, was deine Fetischisten sind. Also deine Fetischen, oder wie man das jetzt ausspricht, weiß ich jetzt Fetisch, nicht. nicht nur das. Ja, Fetisch. Was deine fetischen Interessen sind. Macken sind also so. Sind ja eigentlich Macken sind das ja eigentlich, die jeder hat. Ja, gut, anderes Thema mal. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Hier oben Welche war ich noch weiter. Aussagen? Ist kein tolles Thema. Wir wissen ja nicht, ob wir auch Kinder haben, die sich das auf YouTube bei uns angucken. Also müssen wir ein bisschen auch gucken, dass wir freundlich sind. Leg mich mal kurz wieder hin. Ich habe aber auch ein Ja. Bettchen dabei. Warte, ich habe Du auch müsstest eins. eigentlich auch noch ein Bett dabei haben. Da haben wir auch, glaube ich, damals extra gemacht dafür. So, dann. Oh Gott, so was ziehe ich Alles gerade. gut, alles gut. Habe an meinen Bruder gedacht, deswegen habe ich das jetzt gemacht. Ja, aber das wollen wir jetzt nicht wieder hier anfangen, ja? Nee. Hast du die Gurke ganz allein gegessen? War so stumpf. Das ist eigentlich krass, dass man meine Mutter, da hat schon mein altes Headset, dass man meine Mutter hat, da muss die ja übelst rumgebrüllt haben, dass man das hört. Ja. Das ist bei irgendeiner Aufnahme war das. Ich glaube, das war recht am Anfang, wie dir das gesagt hat. Einerseits noch, hat sie sich da immer aufgeregt hier, dass wir die nicht essen sollen. Und wenn wir sie nicht gegessen haben, sind sie vergammelt, die Gurken. Also es war immer ein bisschen komisch. Vielleicht war es deiner Mutter, dass sie immer versucht hat, sich überhaupt über was aufzuregen. Das gibt's ja auch. Menschen, die sich immer aufregen wollen, deswegen packen sie das extra irgendwo hin. Und wenn man das dann wegnimmt, dass sie dann Grund haben, sich aufzuregen. Verstehst du? Ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Ob das so ist, weiß ich nicht. Rennt der Luthers-Creeper rum oder was war das gerade? Verrückt.
So, jetzt habe ich glaube ich wieder genug Stein. Dann kann ich auch die Mauer weiterbauen. Gut. Vier Minuten noch, dann wird diese Aufnahme auch ihr Ende finden. Ob wir dann noch eine aufnehmen, weiß ich nicht. Das weiß ich schon, das müssen wir überlegen, ob ne, ob du Lust hast dann noch dazu. Geht ja auch immer mit dem auf der Lust an. Ja, wir müssen ja irgendwann mal auch mal wieder das hier starten etwas, weil das haben wir wirklich vernachlässigt, das Projekt hier. Habe ich noch Stein? Ich muss jetzt mal ein bisschen was ablegen gehen. Das wird jetzt nicht die schönste Mauer. Es soll ja nur hier überlebensfähig sein und nicht Kunstwerk, die Wand oder sonst was, aber gut, das kriegen wir schon hin. Später, wenn wir vielleicht alles haben und so, werde ich die vielleicht nochmal etwas verschönern. Außerhalb, innen ist eigentlich egal, oder, keine Ahnung, auch innen sehen wir dann. Das ist jetzt erstmal nur so provisorisch. Da ist ein Stein, keine Ahnung warum. Erst die Grundrisse und dann die Schönheit irgendwann. Sag ich immer. Schon wieder. Ich muss mal abgewöhnen. Das glaube ich auch, weil das hört sich echt pervers an. Machst du die Hunde immer noch dort drinne? Ja, ne? Ja, es Alter, fehlen mir noch zwei. warum ist denn das jetzt so tief? Da ist Ja, weil beinahe das die rein. Mine ist. Ich Das wäre ist besser, beinahe als wenn wir reingefallen. den Berg da jetzt abtragen. Den Berg können wir irgendwann mal abtragen, wenn wir nicht aufnehmen. Weil das wollen die nicht sehen, wenn man die ganze Zeit im Berg abträgt. Ja, das ist klar, das ist ja dann langweilig für die Zuschauer. Wollen ein bisschen Action sehen, aber die Action können wir noch nicht bieten. Da kannst du halt runtergehen und bauen, also abbauen, bis zum Boden runter. Und dann können wir da mehr Etagen reinbauen. Und dann wird das eine richtige Mine. Eigentlich müsste das Loch auch größer werden, aber das habe ich jetzt erstmal so gelassen. War auf anderen Maps habe ich mal richtig große Löcher runtergebaut und das waren dann voll die guten Minen. Da hat man auch gute Sachen gefunden. Nur werden wir jetzt erstmal zu unserem Haus wieder gehen und die Aufnahme hier beenden. Bin auf dem Weg. Ist eine gute Idee, sich auf den Weg zu machen. So, dann werden wir uns hier auch verabschieden. Ich hoffe, euch hat die Aufnahme gefallen. Ich weiß nicht, welcher Part das jetzt ist. Ich muss wieder auf YouTube schauen, um überhaupt das nochmal zu sehen. Und dann sagen wir hier Tschüss und hören uns bei der.
sehen uns bei der nächsten Aufnahme.